Hey Leute, herzlich willkommen zu Wizard Chess. Das ist ein Roguelike-Deckbuilder, der voraussichtlich Anfang 2023 Early Access verlassen wird. Der kostet so zwischen 8 und 9 Euro, glaube ich. Ich habe einen Key vom Entwickler bekommen und der sah richtig cool aus, auch im Trailer. Wir schauen uns mal an, wie das Ganze funktioniert. Da steckt ja auch noch Schach im Namen und irgendwie war in der Steam-Beschreibung auch noch von Sammelkartenspiel die Rede. Ich bin mal gespannt, was das so gibt und ich dachte mir, ich mache da mal direkt ein Let's Play zu. Ich muss jetzt mal gucken, auch mit den anderen Projekten, die ich am Laufen habe. Ist momentan alles wieder ein bisschen viel und ich habe auch noch die Handwerker den ganzen Tag in der Wohnung. Also, ich werde dazu auf jeden Fall mehrere Videos machen, mindestens. Aber ich weiß jetzt noch nicht, ob ich das täglich schaffen werde in den nächsten Tagen. Mal gucken. Auf jeden Fall starten wir einfach mal ein neues Spiel. Und okay, das sind scheinbar unterschiedliche Karten. Wobei diese ganzen Karten sollen dann auch alle zufallsgeneriert sein. Ist aber auch richtig cool gemacht, ne? Dass man hier das Hauptmenü hat. Klickt auf Play Game, der zoomt so ran und quasi das Untermenü dafür ist direkt im Hauptmenü-Screen mit drin. Das ist ja schon sehr nett gemacht. Gut, und wir müssen hiermit starten. Was haben wir denn jetzt hier? Das ist der Boss. Ach, das ist dann die Oberweltkarte. Orlan the Boring. Nistas the Boring. Die sind alle boring. Na gut, Reward. Ach, das ist hier so eine Karte. Wenn ich jetzt hier auf Reward klicke, nee, das geht noch gar nicht. Also, wir starten hier und dann muss ich nach und nach diese Blöcke abbauen. So ein bisschen Tetris-like. Wenn ich dahin will, muss ich quasi hier so lang. Alles klar. Und wenn ich das jetzt wahrscheinlich erst als erstes nehme, werden dann die umliegenden Sachen angezeigt. Würde ich mal drauf tippen. Gut. Willkommen zu Wizard Chess. Wir sind der Bade. The Dashing Blue Fellow. In the Swanky Head. Alles klar. Die goldenen Einheiten sind Gegner. Gut, wir können uns jetzt mit Linksklick anvisieren. Yay. You have achieved the IQ of a sharp rock. Okay, dann gucken wir doch mal. Wenn ich jetzt hier auf Close gehe, aktualisiert er das? Ich denke mir wahrscheinlich. Oder auch nicht. Gut, Clover Shield. Magische Verteidigung gegen Schaden. Gut, wenn das aufgebraucht ist, der Schildwert, dann zerbricht das Schild und der Bade wird verwundbar. Das Schild bildet sich innerhalb der nächsten 4 Züge dann wieder neu. Okay. Der Clover Shield. So, Ja, wenn wir da stehen bleiben, dann ist gleich vorbei. Das Problem ist, wenn ich jetzt Moment. Wir können uns jetzt Ach, wir können uns direkt auch weiter bewegen. Das ist schon mal super. Dann gehen wir hier mal hin. So, dann, wie funktioniert das denn? Ich habe hier dunkelgrüne Felder. Ich würde mal drauf tippen, wenn ich darauf gehe, kann ich Gegner angreifen? Vielleicht? Oder auch nicht? Die bewegen sich auch nicht, ne? Recharge. Okay, wir können uns auch ein bisschen hin und her bewegen, um das Schild dann aufzuladen. Alles klar. Wie kann ich denn jetzt Gut, mit Rechtsklick kriegen wir da noch ein bisschen Informationen drüber. Wie kann ich euch denn angreifen? Wir können aber auch direkt weiterlaufen wahrscheinlich. Das sollten wir bestimmt machen. Gut. Gut. Okay, wir haben überlebt. Das ist aber auch ein bisschen blöd, direkt am Anfang einfach nur weiterlaufen. Gut, jetzt kriegen wir ein bisschen Combat.
Ja, ist klar. Wir kontrollieren die Einheiten, die blau sind. Und die Gegner sind dann halt golden. Und die grünen Flächen sind dann, wo wir überall hingehen können. Alles klar. Okay, so. Was seid ihr hier? Ischilin. Okay, und was haben wir hier? Ich würde mal sagen, kann ich dich direkt schon angreifen, oder? So. Ach, so funktioniert das. Okay, also ich kann nicht selbst angreifen, sondern am Ende des Zuges greifen die dann automatisch an. Okay. Gut, alles klar. So. Dann setzen wir dich mal dahin. Aber wir können scheinbar auch immer nur eine Einheit bewegen. Kann sich jetzt nicht so weit bewegen. Okay, gut, du läufst dann mal dahin. Alles klar. Gut, wir müssen uns direkt dann aber auch dahin bewegen. Belohnung. Plus 4 irgendwas. Wim. Das ist wahrscheinlich die Währung. Alles klar, was haben wir hier? Einheitenfähigkeiten. Okay. Lancer, die Lancer-Klasse hat Chargebar für, beziehungsweise hat Special Charge Attack. Und die beenden dann den Zug. So Spezialfähigkeiten. Okay. Die haben nicht so, so eine hohe Bewegungsreichweite, aber sind stark. Wenn der Lancer-Skill gleich oder höher ist als der von der gegnerischen Einheit, dann ist die Gegnereinheit sofort erledigt. Es ist natürlich auch sehr cool gemacht, so von der Steuerung. Man muss nicht großartig noch irgendwie durch Untermenüs klicken, sondern klickt einfach dann auf den Gegner und die Fähigkeit wird in dem Fall sofort ausgeführt. Nette Sache. So. Und ich bin ja wirklich so einer, ich mag halt diesen Artstyle. Ich finde das super. Okay, dann kannst du dich mal dahin bewegen. Dann hätten wir das. Ich muss halt wirklich immer mit meinem Hauptcharakter hier direkt zum Ausgang laufen. Wäre das nicht irgendwie besser, wenn ich einfach sagen könnte, hey, ich klicke auf den Ausgang, wenn sowieso alle Gegner tot sind, anstatt noch irgendwie, wenn da Einheiten im Weg stehen, drumherum laufen zu müssen. So, jetzt haben wir 10 Wim und dann geht's damit weiter. Wir sind umzingelt. Naja,
Tatsache, du kannst dich da nicht wegbewegen. Aber du kannst dich da auch so nicht hinbewegen. Ja, okay, dann lauf du mal dahin. Okay, tote Einheiten sind für immer tot. Aber wir bekommen da ein bisschen Wim für, um die Einheiten zu ersetzen. Na, okay. Gut, wir können halt gegen die Gegner kämpfen oder wir können einfach direkt hier durchlaufen. Ist natürlich auch eine nette Sache, aber dann kriegen wir halt nicht mehr Moneten. Ich würde mal sagen, du läufst erstmal hier hin. Okay, wie machen wir das denn jetzt? Ich würde sagen, du läufst mal dahin, dann haust du ihn einmal und er ist erledigt. Okay. Gut, dann haben wir dich jetzt auch geplättet. Die können sich halt auch ganz schön weit bewegen. Wie machen wir das denn jetzt? Könnte natürlich auch dich nehmen. Ich bin mal auf jeden Fall auch gespannt, wie komplex das später noch wird. Moment, nee, das machen wir mal so. Gut, dann haben wir dich erledigt. Alles klar. Oder, Moment, ich kann einfach auf Go klicken, oder? Okay, dann war das mein Fehler. Muss ich gleich mal drauf achten. Das kriegen wir jetzt als Belohnung. Noch mehr Moneten. Hier gibt es noch mehr Moneten. Oder beziehungsweise, das ist ein Shop. Alles klar. Da können wir neue Einheiten kaufen oder Stat-Upgrades. Gut, gut. Adage the Rogue. Okay, das klingt auch ganz nett. Was mit dir hier? Du bist der Händler. Skill plus 1. Ja gut, dann kaufen wir dich noch und dann... Davon haben wir eigentlich auch noch genug. Können wir Skill Upgrade kaufen und ich würde sagen, dann du bekommst das, weil du profitierst da erstmal mit von am meisten. Wir sehen hier auch direkt... Angriffswert, Skillwert und Verteidigung. Beziehungsweise das hier ist dann das Leben, ne? Da habe ich jetzt noch nicht so drauf geachtet im ersten Moment. Mit Q und E können wir die Perspektive ändern. Alles klar, aber gut, das ist jetzt noch relativ klein hier, so von der Fläche. Das sollte erstmal noch so weit passen. Okay, wie machen wir das denn? Du kannst dich nicht allzu weit bewegen. Ich würde mal sagen, du bewegst dich dahin.
Ja gut, der Hund kann ihn halt wegschieben und der andere greift ihn dann an, wenn er auf dem Feld landet. Das ist natürlich auch sehr interessant. Du stehst jetzt ein bisschen blöd. Aber du kannst halt auch so angreifen. Okay. Wo sehe ich denn, wie viel Leben die haben? Und das ist doch... Oder das Schild ist das Leben. Aber wir müssen scheinbar mehr als 6 Schaden machen, um den dann auch wirklich zu erledigen in einer Runde. So, wir können natürlich auf Go klicken. Okay, ich habe nichts gesagt. So, Reward, mehr Moneten. Cool, wir können hier Einheiten rekrutieren. Ein Hund, ich würde was sagen, mit den Schurken schon nicht so verkehrt. Die können wir jetzt hier alle mitnehmen. Okay, ja gut, dann nehmen wir alle mit. Bosskampf. Also ich finde die Musik schon super, aber irgendwie finde ich die auch nicht unbedingt so passend. Irgendwie weiß ich nicht. Bisschen Smalltalk hier. Genau, hör mal auf zu reden. Okay. Honk, Shield Orb. Alles klar, gut, wie machen wir das jetzt? Das hier ist auf jeden Fall schon eine Nummer größer. Können wir direkt erledigen. Das ist doch schon mal ganz nett für den Anfang. So. Machen wir das denn mit den anderen? Ich würde sagen, vielleicht versuchen wir die erstmal da zu erledigen. So, du bist schon mal Geschichte. Dich haben wir auch direkt erledigt. Und gut, wie machen wir das? Ich würde mal sagen... Wir holen uns den Orb. Wir holen uns auf jeden Fall den Orb. Okay, jetzt ist er rot. Das heißt, es war wahrscheinlich, das war dann das Schutzschild. Okay, gut, wie machen wir das? Ich würde schon... Die stehen da gerade alle wieder ein bisschen blöd. Wir kommen halt jetzt auch nicht an den dran. Ja,
jetzt bewegt er sich. Nee, er hat sich nicht wegbewegt. Er hat einen Gegner beschworen. Okay, gut. Dann hau mal drauf. Das war ja relativ einfach. Da gibt es nochmal eine Belohnung, bisschen Moneten. Neuen Gegner freigeschaltet. Cormac the Abrasive. Okay, interessant, interessant, interessant. Dann starten wir nächstes Mal einen kompletten Run. Das war jetzt auch klar, dass das Tutorial war. Und ich bin mal gespannt, was das noch so gibt. Gut, mal gucken, wann das nächste Video kommt. Ich würde auf jeden Fall gerne dazu mehr machen. Und wenn euch das gefällt, würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.